Hallöchen, Leute, willkommen zurück zu StarCraft 2. Wings of Liberty. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Davy. Und jetzt wird's Zeit, ein paar Gebäude mit einer ordentlichen Tracht Prügel zu zerstören. So, Dille. Hoffen wir mal, dass das alles funktioniert, wie ich mir's vorstelle. Oh, schnell. Entladen. Retten wir ein paar Leben? Komm. Es kann losgehen. Entladen. Bevor du da bist. Und direkt wieder zurück. Im Anflug. Boah, ich mach mal schnell das kaputt. Ich habe die erbärmliche Komödie deines Dr. Naro durchschaut. Ich weiß, was diese Artefakte wirklich sind. So. Und sie werden mir gehören. Gucken wir mal, ob wir da irgendwelche was Leute auch immer finden. Sie sind Kerrigan. Eins ist sicher, du wirst sie garantiert nicht in die Finger kriegen. Warum müssen wir uns jetzt beeilen? Die Königin der Klingen ist wirklich ein ganz schönes Ärgernis, oder? So, haben wir wenigstens den Kontrollbereich erreicht, das ist schon mal gut. So. Boah, müssen wir jetzt mal versuchen, ein bisschen aufzuräumen, den Weg mit denen hier. Reithut, könnte ich es mir ein bisschen leichter machen, dass ich noch eine Einheit hinschicke, was ich auch machen werde, so. So. Hey Raiders, nehmt uns mit! Steigen. Marsch bereit! Wird gemacht! Sir, ein weiterer Nidus-Wurm ist in der Nähe unserer Basis aufgetaucht. Los, los, los! Gut, gut, gut. Das läuft doch schon mal wie geschmiert. So, dann muss ich jetzt auf jeden Fall mal das Schiff dorthin schicken. So. Wo ist das Schiff? Und was jetzt? Ihr dürft dahin die mitnehmen, dass wir sie dorthin stellen. Jetzt tun wir mal hier weitere bauen. Nicht genug Bespingas. Okay. Muss mal Bespingas. Ja? Alles klar. Auf Bespingas. Hier komm ich! So. Wo ist es? Wo ist mein Chef? Da ist es. Wo ist der Notfall? Hier. Halleluja! Nimm die mit. Bestätigt. Hey Rainer, wir haben gesehen, dass sich bei Robs Waffenladen drüben was bewegt hat. Da könnten noch Überlebende sein. Kann's kaum noch erwarten. So, und dann hier entladen und dann losschicken. So, Delle. Jetzt müssen wir mal entladen. Und raus mit euch. Können wir sie aufsammeln? Oh, dann schicken wir den wieder zurück, dass wir gleich die nächsten hinschicken. Okay, Depots. Dann bauen wir mal Depots. So, dann läuft es eigentlich jetzt wieder einigermaßen, muss man zugeben. Oh, brauche ich hier auch noch ein bisschen Schutzfahrzeuge, die ich hier bauen muss. Oh, kriegt sie Probleme? Ja, sie kriegt Probleme. Sie kriegt langsam Probleme. Alles klar, habe ich noch einen WBF? Oh, nichts macht. Okay, der WBF, doch, der macht hier nichts. So, mach einmal noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh
muss ich los. Basis wird angegriffen. Benötige Unterstützung. So, gut. So, wo ist der WBF jetzt, wo ich bauen wollte? So, noch eine Rakete dahin. Habe ich hier auch noch von der Luft hier. Was gut. Da bist du. So, dann du gehst, ein Goliath geht rein und die Reste da rein. Genau, und ihr geht jetzt dahin. Und hoffentlich schaffen wir es dorthin in ruhiger Basis. Verstanden. Erstmal gehst du von außen rum. Laut und deutlich. Dass du ja nicht angegriffen wirst. Wird gemacht, Commander. Und schön schnell Fliegen möglich. Los. Ohne Probleme. Auf dem Weg. Alles besten. Auf geht's. Im Anflug. So, dahin. Bestätigt. Und ausladen. Hier ist Endstation. Sehr gut. Jetzt darfst du wieder zurück. Oh, da tun wir gleich hier bauen. Tun wir gleich hier die nächsten rufen. Es geht los. So, noch eins bauen. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt greifen wir mal hier das nächste Lager. Das müsste auch gleich fertig sein, ne? Das große Gebäude, dann haben wir nur noch das Gebäude und das war's. Eigentlich wollte ich noch das hier kaputt machen, aber das schaffe ich doch nicht mehr. Na dann, Doktor. Vielleicht rücken Sie mal langsam damit raus, warum die Königin der Klingen so versessen auf diese Artefakte ist. Sie fürchtet ihre Macht, so wie sie die Xel'Naga fürchtet, von denen sie erschaffen. Die Xel'Naga haben sowohl die Protoss wie auch die Zerg erschaffen, Commander. Sie waren die Götter ihrer Zeit. Götter der Zeit, okay. Okay. Alles klar. Ich meine, die... sie hat schon was gehabt, muss man zugeben. Klar, ich hätte mich jetzt auch noch drum kümmern können, das seine Feeder kaputt zu machen, dieses Bonus-Ding. Aber ganz ehrlich, wäre mal es wichtiger, obwohl ich habe ja eigentlich Zeit gehabt. Das wäre eigentlich das Sinnvollste gewesen, eigentlich bei dieser Mission. Das war, am Anfang bin ich komplett Falsches angegangen. Man hätte eigentlich gleich am Anfang Einheiten, klar, erstmal die Basis kurz aufbauen und dann Einheiten bauen und dann mit zwei, drei Flugzeuge zu einem Gebäude dahin fliegen und dann los
gib ihm. Das hätte man gleich von Anfang an machen müssen. Dann wäre es eigentlich viel, viel schneller. Ich denke, bei dieser Mission hätte man, wenn man das sinnvoll gemacht hätte, innerhalb von 20 Minuten schon beenden können. So wie jetzt gerade einfach mal tot gerusht am Schluss. Vermute ich mal, wäre die bessere Option gewesen am Schluss. Aber jo, ich lerne ja auch noch dazu. Ich meine, es macht mir sehr viel Spaß, dieses Spiel. Aber es ist auch sehr anspruchsvoll, muss ich sagen. Auch wenn man es auf moderat spielt, ist es sehr, sehr anspruchsvoll. Weil generell für mich als Strategieanfänger ist es noch schwieriger, wie manche andere, wo eigentlich StarCraft schon zigtausend Mal gespielt haben und genau wissen, was sie zu tun haben. Also ich bin schon ab und zu überfordert, muss ich es recht geben. Es ist halt nicht meine Genre, aber es macht mir auf jeden Fall Spaß, euch zu präsentieren. So, ich danke euch und wir sehen uns gleich dann wieder. Wir haben die Protoss neutralisiert, aber eine Welle von Zerg bewegt sich auf diese Position zu. Wir müssen sofort evakuieren. Ignorieren Sie diesen Befehl. Wir verschwinden hier. Was? Sie überlassen sie ihrem Schicksal? Alle Schiffe bereit. Wir verlassen Tarsonis auf meinen Befehl. Jungs, wo bleibt ihr denn? Verdammt, Arcturus! Das können sie nicht tun! Zu spät. Steuermann, Signal an die Flotte und bringen sie uns aus dem Orbit. Sofort! Commander? Was zum Teufel ist da oben los? Ich muss in letzter Zeit ziemlich oft hinter dir herräumen. Lass mich in Ruhe, Matt. Derselbe Traum? Ich sagte, lass mich in Ruhe. Was mit Kerrigan passiert ist, war nicht deine Schuld. Was genau? Dass sie verraten wurde? Oder dass sie Milliarden Menschen ermordet hat? Dieselbe alte Leier. Du willst gar nicht zuhören. Siehst du eigentlich nicht, was aus dir geworden ist? Jeder von uns wählt seinen eigenen Weg, Matt. Dann sag Bescheid, wenn du deinen gefunden hast. Wir warten auf dich. Thank you.
Interessant ist es schon, wenn man erfährt, was wirklich mit Kirigi passiert ist, wie sie verraten worden ist und so weiter und so fort. Aber was war die letzte Gelegenheit oder was war das gerade eben? Das frage ich mich auch ganz ehrlich. Ja. Ich habe das nämlich gerade nicht verstanden mit der Marke. So, gucken wir mal, was wir noch verbessern können eventuell. Nicht viel, wie man sieht. Ja. Also irgendwie bin ich irgendwie schon verwirrt, was das ganz ehrlich angeht. Ja. So, Schießmesser, Brücke. Brücke brauchen wir ja noch nicht. Arsenal. So, dann gucken wir mal, was wir in der Arena-Konsole eventuell verbessern können an unseren... Ob wir Rächer oder... Was tun wir? Feuerfresser, Marodeur. Oder tun wir eher mal die Basis verbessern. Was war das nochmal? Und wir hätten zwei zusätzliche Plätze. Der wäre auch nicht schlechter. Erhöhe die Trefferpunkte von 75. Okay. Herr Batterien. WWFs. Was? Mehrere WWFs können simultan an ein Gebäude bauen. Okay. WWFs aber doppelt so schnell. Okay. Terraner-Gebäude. Okay. Satelliten, Raumschiffe. Mhm. Ich bin jetzt echt gerade. Ich weiß echt nicht, was ich verbessern soll. Bin ich ein bisschen schon im Zwiespalt. Erhöht die Explosionsrate zum Erfolgsminen. Ja, die Adler sind echt nur was gut für die Minen. Ne? Das sind wirklich nur Minendinger gut. So wie es aussieht. So, das habe ich eigentlich verbessert, was Cobra und so angeht. Raumschiffe, Infanterie. So, Basis. Hätte ich gesagt, das tue ich verbessern. Und das hier. Das ist auch verbessert. So, Infanterie. Ansonsten kann ich nichts verbessern, ne? Nein. Doch, das laden sie. Was laden sie? Ich stecke geladen ein, beinahe ausgeblickt. Auch wirklich ab. Ja, das werden wir auch. Das ist auch schon sinnvoll, wenn es funktioniert. Okay. Gut, dann haben wir das gemacht, das. Und natürlich beende ich hier mit dem Part und sehen uns natürlich morgen wieder bei einer neuen Mission von StarCraft 2. Euer Davy, bis morgen. Tschüss, Kowski.